Ja, bei mir jetzt Marcel Kercher, der Schütze zum 1:0. Ihr habt 2:0 gewonnen unterm Strich, würde ich sagen, verdient. Es war ja ein Spiel. Ich habe so den Eindruck gehabt, in der zweiten Halbzeit war der ein bisschen zu passiv. Ne? Ja, ich glaube, die erste Halbzeit war mir schon besser und da hätten wir uns auch eher belohnen müssen mit dem 2:0. Die zweite Halbzeit war dann sehr hektisch von unserer Seite aus. Viele lange Bälle und da war die Vokaleinheit auch ein bisschen besser und wir waren auch eigentlich dem Tor ein bisschen näher dran. Klar, wir hatten unsere Kontersituation, aber es hätte auch das 1:1 fallen können, aber ich glaube, unverdient ist der Sieg jetzt nicht. Ja, schilder mal dein Tor. Es war noch niemals ein sehr harter Schuss, aber man hat ja deine fußballerische Klasse gesehen. Du hast ihn gut ausgeguckt da, ne? Ja, ich habe gesehen, dass die Seite ein bisschen frei ist und dachte mir, wenn ich ihn gut schiebe, dann kommt er im Normalfall nicht dran. Und Gott sei Dank ist er nicht dran gekommen. War wichtig fürs Team, war wichtig für mich auch selbst wieder mal zu treffen. Und letzten Endes bin ich froh, dass ich dem Team damit helfen konnte. Wie wichtig war der Sieg jetzt? Ihr habt jetzt die Tabellenführung übernommen. Die Liga ist ja sehr kompakt, sagen wir jetzt mal. Wenn ihr verloren hättet, glaube ich, wäre es schon schwierig geworden, um ranzukommen, oder? Wenn wir verlieren, dann sind wir 5 Punkte hinter Vulkaneifel. Wir haben unglücklich Punkte liegen gelassen gegen Dreis. Aber ansonsten, ich meine, das ist jetzt, glaube ich, der 8. Spieltag gewesen. Wir haben alles gewonnen, außer Dreis unentschieden gespielt. Nach 8 Spielen ist man noch kein Meister, ist man noch nicht aufgestiegen, nichts. Deswegen ist es noch eine lange Saison. Jeder kann noch patzen, jeder wird wahrscheinlich auch noch mal patzen. Und letzten Endes gut, wir haben uns damit vor die Vulkaneifel gespielt. Die müssen jetzt auf jeden Fall einmal mehr gewinnen als wir noch. Und im besten Fall gewinnen wir das Rückspiel auch noch. Nächste Woche geht es gegen Platten, auch ein wichtiges Spiel. Zu Hause bei uns, da muss es gerade weitergehen. Du bist seit rund einem Jahr dabei. Wie fällt so dein Zwischenfazit hier in Dörbach aus, nachdem du aus dem hessischen Raum hier rüber gewechselt bist? Ja, also die Truppe ist mega. Also super Truppe, super Trainerteam. Und es war anfangs ein bisschen schwierig für mich. Bin nicht fit gewesen, bin jetzt immer noch nicht komplett fit. Immer mal wieder hier im WWchen. Aber letzten Endes macht es mir mega Spaß mit der Truppe hier. Und ich versuche meinen Teil fürs Team beizutragen. Das Team hat mich bestens aufgenommen gehabt damals, als ich neu gekommen bin. Und ich kann nur Danke sagen.